Nun lebt er in Spanien, doch mit seinen Gedanken ist er in diesen Tagen am Kap. Jürgen Schadeberg war 1950 nach Südafrika ausgewandert und hat dort die Apartheidzeit dokumentiert. Schon früh wurde er mit seiner Leica-Kamera zum Fotografen Mandelas. Sein erstes Foto von Mandela 1951 bei einer Konferenz des ANC, der junge Anwalt fiel ihm sofort auf. Wenn sie in ein Zimmer kamen oder sie ihn trafen, sie sahen sofort, das war eine besondere Person. Mandela in seinem Büro in Johannesburg, immer bestens gekleidet, ein Frauenheld. Und der junge Mandela wusste um die Macht der guten Pose. Normalerweise, wenn man Politikern und sozusagen VIPs fotografiert, die werden immer sehr nervös. Er hat die Ruhe. Und mit der Ruhe wird man als Fotograf, er reflektiert die Ruhe auf einen zu und gibt dann selber die Ruhe. Und das hilft dann mit der Fotografie auch. Das fand ich so toll bei ihm. 150.000 Negative hat Schadeberg archiviert, historische Zeitdokumente. Doch die größten Kostbarkeiten sind seine Erinnerungen. Als einziger weißer Fotograf des Drum-Magazins traf er Mandela oft, trank mit ihm Brandy, obwohl das Schwarzen verboten war. Und dabei lernte er auch den sturen Mandela kennen, der behauptete steif und fest, Nichtraucher zu sein. Dann habe ich ihm gesagt, ja, hier ist eine Zigarette, Sie haben doch geraucht, nicht? Du hast doch geraucht. Sagte, ja, das habe ich nur so im Mund gesteckt, nicht? Ich sage, ja, aber das ist auch noch, da kann man sehen, das ist schon, da ist Asche drauf. 1962 wurde Mandela vom Apartheid-Regime verhaftet und weggesperrt. Schadeberg dokumentierte noch einige Zeit lang die Rassentrennung und floh dann selbst aus Südafrika. Nach der Freilassung Mandelas 1990 kehrte er wieder an das Kap zurück und erlebte mit, wie Geschichte gemacht wurde. Seine wohl berühmteste Bilderserie, 1994 besucht Mandela noch einmal seine Zelle auf Robben Island. Schadeberg fotografiert ihn. Und ich sah dann, wie sein Gesicht sich langsam so änderte. Er war erstmal ganz relaxed, aber dann wurde es sehr ernst. Und da drehte er sich rum und er lachte so ein bisschen. Ich habe gedacht, ja, das ist nicht das normale Lachen, weite Lachen. Er war 17 Jahre in dieser Zelle. Und ich glaube, in diesen paar Minuten, da sind 17 Jahre auf einmal durch seinen Kopf gegangen. Auch heute wird der 82-Jährige in der Dunkelkammer stehen und Abschied nehmen von einem Freund. Ich glaube, ich bin geehrt, dass ich so nah an eine große Person rangekommen bin und eine Verbindung gehabt habe.